Die menschliche Haut kann einen gewissen Anteil an Chemie ganz gut ab. Make-up ist ein Stichwort. Make-up ist im Allgemeinen dazu geeignet, die Hautfarbe anzugleichen. Eine schöne, ebenmäßige Hautfarbe gilt als schön. Nun, all diesen Präparaten eigen ist, dass sie nicht nur die Hautfarbe anpassen, sondern dass sie eben auch Feuchtigkeit und Fett aufnehmen. Und dieses Aufnehmen von Feuchtigkeit und Fett reizt die Haut natürlich. Gerade bei empfindlicher Haut, bei zum Beispiel großporiger Haut oder leicht entzündlicher Haut, kann das durchaus schädlich sein. Letztlich ist das immer Chemie, die man auf die Haut aufbringt, und da bleibt immer ein Restrisiko, dass man die Haut reizt. Unabhängig davon, letztendlich, was man für einen Hauttyp hat, hat man einen entzündlichen Hauttyp, ist das mehr reizend. Habe ich einen eher ruhigen Hauttyp, werde ich, und bin sehr jung, werde ich vielleicht eher das Make-up vertragen können. Make-up ist aber immer Chemie und ist immer bis zu einem gewissen Punkt reizend.